Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diesen schönen Vintage Briefumschlag basteln. Wir machen diesen Monat eine kurze Pause von unserer kreativen Weltreise und kümmern uns komplett um diese wunderschöne Vintage Collection, die du natürlich auf unserer Webseite findest. Den Link dazu findest du in der Infobox. Dieses Papierset gehört zum Papierset der Vintage Collection aus dem Paket Nummer 4 und das ist natürlich auch in der Vintage Collection zu finden und du bekommst es auch einzeln in unserem Shop. Bevor ich dir jetzt zeige, wie das Ganze funktioniert, abonnier doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klicke auf den Like-Button. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Den Tisch schütze ich hier erstmal mit einer Schneidematte und dann brauche ich natürlich noch mein Falzbein, Klebeband und ein Cuttermesser, natürlich die Schere. Und dann geht's auch schon los. Ich schneide jetzt erst einmal die Vorlage aus. Die findest du in unserer Vintage Collection Klasse, in unserem Kurs. Das kannst du ganz einfach ausdrucken. Eine Seite, da packst du eben die Vorlage drauf und auf die andere Seite kommt das Papier. Und das machst du für beide Vorlagen so. Ja, du siehst schon, ich habe hier 4 Einzelteile und brauche dazu 2 Papiere und die von beiden Seiten eben bedruckt. Und darauf wird dann dieser schöne Briefumschlag erstellt. Die gestrichelten Linien natürlich bitte nicht abschneiden. Das sind die Ecken, die gleich umgeklappt werden, ja, die du falten musst, damit die an den Rest des Briefumschlags drangeklebt werden können. Ich falte das immer einmal ein wenig vor und dann gehe ich mit dem Falzbein drüber. Das Papier ist mit 200 Gramm ziemlich dick und wenn das Ganze nicht so richtig funktioniert, dann gehe ich auch noch einmal mit dem Falzbein, also mit der Spitze des Falzbeins. Deswegen habe ich dir die unten in der Infobox verlinkt, weil das ist wirklich toll, weil es hier wirklich eine Spitze gibt. Und dann kann ich da einmal entlang fahren und das vorfalten sozusagen. Dann gehe ich nochmal lang und dann erst nehme ich das Falzbein. Also so siehst, das zu falten ist schon hier das Schwierigste, aber gar kein Problem, kriegen wir auch hin. Wenn wir denn so vorgehen mit unserem Falzbein, dann ist das gar keine Sache. So, jetzt kleben wir die einzelnen Teile zusammen. Ich nehme dafür hier dieses dünne doppelseitige Klebeband. Ich finde das klasse zum Basteln und vor allen Dingen, ich brauche das gar nicht schneiden, ich kann das einfach reißen. Ich gehe aber immer noch mal zur Sicherheit mit dem Falzbein drüber, damit es auch richtig schön klebt, weil es eben so dünn ist. Ne? Dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man es auch richtig zum Kleben bringt. Ja, immer einmal drüber gehen und dann ist das auch gar kein Problem. Das machst du mit allen 3 Stücken und fügst das dann zu deinem Briefumschlag hinzu und dann siehst du auch schon, was das Ganze werden soll. Vergiss natürlich nicht, deinen Brief auch in den Briefumschlag zu stecken, weil es kann natürlich auch ein schöner Gutschein oder so etwas sein. Und dann nimmst du einfach ein Stück Band und wickelst es da drum. Das Ganze kann man nämlich noch ein bisschen dekorieren. Das macht das doch richtig schön. Ne? Sieht aus wirklich so ein Vintage-Look. Oder du kannst natürlich auch einen Wachsdiegel da drauf machen. Das bleibt dir überlassen. Ich mache hier ein Stück Band und dann einen Knopf mit der Heißklebepistole drauf, schneide das Ganze ab und ja, dann mache ich noch einen
ja, leg das einfach so zusammen, damit das hübsch aussieht. Und das Ganze kannst du natürlich auch noch mit ein bisschen Lavendel oder etwas anderem dekorieren. Dann ist das doch ein richtig schönes Geschenk und etwas ganz Besonderes. Ja, das war es dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und du bastelst jetzt ganz viele schöne Briefumschläge, passend zu den anderen Teilen der Vintage Collection, die du hier einmal alle zusammengestellt siehst. Kann man wirklich richtig schöne Sachen mitmachen und auch dein Zuhause ganz, ja, neu in einem neuen Licht erstrahlen lassen. Vielleicht hast du ja Lust, da weiter mitzubasteln. Der Link ist in der Infobox. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!